Rauch und meterhohe Flammen am Mittwoch im US-Bundesstaat Arizona. Dort war ein Güterzug auf einer Brücke entgleist und in Brand geraten. Auch die Brücke fing Feuer und stürzte teilweise ein. Nach Angaben der zuständigen Eisenbahngesellschaft wurde bei dem Unglück niemand verletzt. Der Zug soll unter anderem Holz geladen haben. Das Unglück ereignete sich in einem Vorort von Phoenix. Rund 90 Feuerwehrleute sollen im Einsatz gewesen sein. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar.